Ja, die Refugees, die und eigentlich gerade mit Maria Böhmer von der CDU, die Integrationsbeauftragte ist das, da vorne in der Akademie der Künste, soweit ich weiß. Die sollten so zwischen, ich denke mal so, gegen 19 Uhr kommen die alle zurück. Es wäre natürlich schön, wenn wir ihnen einen herzlichen Empfang bereiten dann, ja. Ich heiße dich willkommen im Sumpf. Du bist hier jetzt nicht ohne Grund. Sich zu bewegen wird schwer, doch unmöglich ist nichts, dein Gewicht ist der Kern. Ich heiße dich willkommen im Sumpf. Du bist hier jetzt nicht ohne Grund. Sich zu bewegen wird schwer, doch unmöglich ist nicht, dein Gewicht ist der Kern. Trotz guter Vorsätze, nein. Im Sumpf kannst du dein Gemüt nicht verbessern durch Rausch, oder wenn du dir was kaufst und Probleme verdrängst. Du musst den Sumpf fest begreifen und tun, was du willst, das dir gefällt. Willkommen in der Realität. Yeah. Ja, willkommen in der Realität. Der Sumpf lehrt dich, der Sumpf macht dich fertig, wenn du dich nicht wehrst. Du versinkst im Sumpf, wirst du zu schwer, und schwer macht dich im Sumpf nicht nur dein Herz. Von außen betrachtet wirkte der Sumpf, als würden diejenigen, die in ihm stecken, übertreiben. Und erst als du selbst im Sumpf stecktest, merktest du, dass der Sumpf echt ist. Es gibt Methoden, um sich im Sumpf zu bewegen, doch du wirst keinen Weg zurück nach oben mehr sehen. Schlag, ich heiße dich willkommen im Sumpf. Du bist hier jetzt nicht ohne Grund. Sich zu bewegen wird schwer, doch unmöglich ist nichts, dein Gewicht ist der Kern. Ich heiße dich willkommen im Sumpf. Du bist hier jetzt nicht ohne Grund. Sich zu bewegen wird schwer, doch unmöglich ist nicht, dein Gewicht ist der Kern. Trotz guter Vorsätze, hier versinkst du im Elend, hier sind Entschuldigungen vergebens. Hier wirst du übersehen, wie du dich auch verhältst. Hier machst du dir Feinde, du kannst Millionen Freunde um dich scharen und bist trotzdem alleine. Der Weg in den Sumpf führt über Fehler, du kannst nicht mehr rückwärts gehen. Du könntest eine Karte zeichnen und alle planen nicht das gleiche zu tun, aber erwartet deshalb kein Erbarm. Im Sumpf trägst du die Konsequenzen, du ganz allein, und das lässt sich nicht teilen. Es ist die Erkenntnis, dass das Leben kein Spiel ist, sondern Arbeit in der Sache, obwohl es kein erreichbares Ziel gibt. Und es lohnt sich, hier unten zu lernen, und das Wissen, das du anhörst, wird nur alles erschweren. Und das gehört halt dazu, so ist es. Im Sumpf lebst du wirklich, im Sumpf schreibst du Geschichte. Ich heiß dich willkommen im Sumpf. Du bist hier jetzt nicht ohne Grund. Sich zu bewegen wird schwer, doch unmöglich ist nicht, sein Gewicht ist der Kern. Ich heiß dich willkommen im Sumpf. Du bist hier jetzt nicht ohne Grund. Sich zu bewegen wird schwer, doch unmöglich ist nicht, sein Gewicht ist der Kern. Ich wohne in einem Land, in dem man Essen in Mülleimern findet. Aus der Leitung fließt und im Abfluss verschwindet. Wo volle Regale von Supermarktketten voll bleiben. Davor bettelnde Penner verrecken, pst, schweigen. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Die Penner sind nicht nur die, die jetzt denkt, die ich meine. Nein. Die Penner sterben zum Beispiel auch irgendwo in Afrika. Geht auch gleich ein Hut rum, und
dann bitten wir euch, alle Überschüsse gehen ans Camp, etwas zu spenden, damit wir zum Beispiel auch die Anlage hier bezahlen können. Warum sollen wir denn spenden? Was ist denn los hier? Na, Anlage und Camp. Anlage. Aber er tut alles freiwillig. Ja, wenn jemand gleich noch Redebeiträge halten will und gut im Thema ist, herzlich eingeladen. Du zum Beispiel. Ich bin nur gespannt, was da hinten passiert gleich. Ehrlich gesagt mit der Maria Böhmer und den... Achso, erzähl ich dann nachher nochmal. Sein oder sein lassen, Meinung aus oder einpacken. Ich entscheide mich für sein und akzeptiere kein Wappen. Kein Land, keine Flaggen, keine Herren, keine Kleinen. Möchte das alles so gern klein hacken. Ich will mich loslösen von der Form, ich will den Inhalt. Ich will das immer vergessen und das Vergängliche erinnern. Manchmal hat sie keinen Sinn und macht alles schlimmer, weil sich besser wird. Und dann will ich mich nicht mehr erinnern. Ich will vorankommen und die Blockaden zerstören. Ich trete dem Pisser der Kinder belügt in den Magen. Und höre sein Würgen klingt nicht anders als seine Lügen. Ich reiche ihm die Hand, um ihn den Arm zu verbiegen. Ich will vorankommen, ich mein nicht im System. Hier sind Leute erfolglos und deshalb richtig verlegen. Und das ist richtig daneben. Folge irgendeinem Boss und du fängst dich an zu leben. Und so sieht's aus. Der Wille lenkt die Tat. Sein oder sein lassen, seid oder lasst es sein. Der Wille lenkt die Tat. Sein oder sein lassen, seid oder passt hier rein. Der Wille lenkt die Tat. Sein oder sein lassen, seid oder lasst es sein. Der Wille lenkt die Tat. Sein oder sein lassen, seid oder passt hier rein. Ich will nicht von vorn beginnen. Und wenn ich muss, dann will ich selbst die Form bestimmen. Und ich will auf die Form kacken. Ich mein nicht die Kleidung. Ich meine, ich will nicht in der Form backen. Ich will mit den Händen kneten. Und wenn wieder ein zeitlos zu Ende geht, will ich zeitloses Neidlos ohne Sonnenhänden sehen. Ich will Freundinnen und Gleichgesinnte, die die gleichen Wichser scheiße finden. Ich will nicht dumm angequatscht werden von diesen angepassten, belastenden Herden von Businessmassenden merken. Ich hab so richtig Hass auf diese Pisser da draußen, die Menschen belästigen, verarschen oder kaufen. Und Sozialisation hin oder her, die sind alle selbst schuld, nur das System noch mehr. Und ich würde viele gerne schlagen und Schmerzen bereiten, doch sie schlagen sich schon selbst, das ist nur schwer zu begreifen. Der Wille lenkt die Tat, sein oder sein lassen, seid oder lasst es sein. Der Wille lenkt die Tat, sein oder sein lassen, seid oder passt hier rein. Der Wille lenkt die Tat, sein oder sein lassen, seid oder lasst es sein. Der Wille lenkt die Tat, sein oder sein lassen, seid oder passt hier rein. Ich will alles für jede und jeden, Schluss mit den Knebeln verdrehen, Schluss mit der heuchlerischen Nost, das ewige Leben. Ich will nie wieder Prügelbullen in der Stadt, irgendwann ist Berlin wie Bayern und Bayern ist wieder Papst. Und der Papst ist jetzt sowas von ein deutscher homophober alter Mann und engagiert Holocaust-Leugner. Ich will nie wieder schweigen, denn es gibt mehr zu tun, als nur in den Tag hinein zu flashen. Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll, sowas von Schnauze voll. Schnauze voll, Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll, sowas von Schnauze voll. Schnauze voll! Der Wille lenkt die Tat, sein oder sein lassen, seid oder lasst es sein. Der Wille lenkt die Tat, sein oder sein lassen, seid oder passt hier rein. Der Wille lenkt die Tat, sein oder sein lassen, seid oder lasst es sein. Der Wille lenkt die Tat, sein oder sein lassen, seid oder passt hier rein. Der Wille lenkt die Tat, sein oder sein lassen, seid oder lasst es sein. Der Wille lenkt die Tat, sein oder sein lassen, seid oder passt hier rein. Der Wille lenkt die Tat, sein oder sein lassen, seid oder lasst es sein. Der Wille lenkt die Tat, sein oder sein lassen, seid oder passt hier rein. Hey! Sich um sich selbst im Kreis drehen, weniger wie tanzen, mehr wie um sich in den Schwanz zu beißen. Die Bahnen schwimmen im Wasser, nicht wegen des Trainings, sondern weil keine Idee das Becken zu verlassen. Einem Tagesablauf folgen, geplant von anderen denkenden Wesen, die Gelenke verbrauchen in tausend gleichen Bewegungen, die Routine rotieren lassen im Rhythmus eines bewertbaren Lebens. Sich Gedanken machen, wegen Kleinigkeiten, die im Nachhinein dann eher peinlich scheinen. In einer Schleife zu leben und das nicht zu bemerken, weil die Abstände zu groß sind, zwischen immer wiederkehrenden gleichen Themen unterschiedlich angekleidet. Festgefahren, keine Bewegung, Langeweile, Wiederholung ist öde, es sei denn, sie gibt Kraft für den nächsten Schritt und hält dich fit. Wiederholung ist spannend, es sei denn, sie nimmt Kraft und Macht. Angepasst, Zombies wandern in einer Masse von Ideen, die alt sind, doch neu wirken, ob es Glanz ist.
Mensch, der sie umschwört, wenn sie wieder frisch gewaschen und poliert, verwirren und rotieren, wütender werden und frustrierter, exmatrikuliert vom Rest vom Körper. Die objektiven Blicke auf sich selbst werden seltener, denken anders zu denken, doch im Grunde dasselbe. Zombie zu sein, es nicht weiter zu schaffen, Individualitäten übertragen auf breite Massen, Probleme nur bei den anderen zu sehen und das von sich selbst nicht ändert, zum Anlass zu nehmen. Wiederholung ist öde, es sei denn, sie gibt Kraft für den nächsten Schritt und hält dich fest. Wiederholung ist spannend, es sei denn, sie nimmt Kraft und macht angepasst, Zombies gleich zu sein, um nicht aufzufallen, sich aus Angelegenheiten anderer rauszuhalten, um mit sich selbst im Reinen zu bleiben, sich nicht vom Schwarm entfernen und einzureihen, sich den Kopf zerbrechen, doch nicht zu erkennen, dass, wenn man nicht die Formel wechselt, sich das Ergebnis nicht ändert. Zu vermitteln, sich zu wehren, auch den Stein aufrechterhaltenden Worten zu verlieren, nicht zu handeln, sondern in sich gefangen zu sein und wie eine Uhr nur auf die anderen zu zeigen, sich um sich selbst im Kreis drehen, wie um sich in den Schwanz zu beißen. Wiederholung ist öde, es sei denn, sie gibt Kraft für den nächsten Schritt und hält dich fit. Wiederholung ist spannend, es sei denn, sie nimmt Kraft und macht angepasst Zombies. Wiederholung ist öde, es sei denn, sie gibt Kraft für den nächsten Schritt und hält dich fit. Wiederholung ist spannend, es sei denn, sie nimmt Kraft und macht angepasst Zombies. Wiederholung ist öde, es sei denn, sie gibt Kraft für den nächsten Schritt und hält dich fit. Wiederholung ist spannend, es sei denn, sie nimmt Kraft und macht angepasst Zombies. Refugees. Mit allen Refugees. Überall. Und vor allen Dingen heute hier. Und der Atem leckt die Glieder. 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 Kennst du, wenn du denkst, du bist schon wach, doch du schreckst richtig hoch und merkst, du hast geträumt und dieser Traum lässt dich nicht los. Er begleitet dich den Tag entlang, beschäftigt dich, klaut deine Zeit, bevor du es bemerkst, hat er sich deiner einverleibt. Das am Ende deine Arme sind deine Hände. Dreh sie mal um und betrachte sie als zwei Geschenke. Schau dir auf die Handflächen, ja, das sind die von dir. Nutz deinen Kopf, um deine Handfesseln zu verlieren. Schau die Innenseiten deiner Füße. Du gingst jeden Tag auf ihnen, doch bemerktest nur Gerüche. Such die Innenseiten deiner Füße. Du gingst jeden Tag von ihnen, es ist Zeit, sie zu begrüßen. Und der Atem legt die Glieder, 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 und der Atem legt die Glieder. Mach richtig auf, erkennst du den Unterschied zwischen Körper im Traum und Körper im Wachzustand? Du kannst beide zuschauen, wie es sie runterzieht und dann beide beherrschen. Doch was machst du dann? Ich empfehle dir, dem Drang nicht nachzugeben, anderen zu schaden. Ich bin fast bereit, dich anzufliegen. Versetz dich in die Lage derer, die du verletzen wirst. Wenn du durch Machtmissbrauch deine Gesetze führst, willst du wahre Anerkennung, dann leg die Waffen nieder. Oder richte sie gegen die sie verkaufenden Waffen in Massendealer. Spuck nicht nach unten, du spuckst dich nur selbst an. Trainiere und dehn dich und tritt nach oben zur Zeltwand. Und der Atem leckt die Glieder, 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 und der Atem leckt die Glieder. Jetzt machen wir noch mal zum Abschluss. Ein besetztes Haus mit geräumten Tränen bezirkt, ich seh eigentlich hören. Sie haben die Straße gesperrt, lächeln und verhohlen, Westen und Pistolen. Sie lassen nur Anwohner durch, die als geheime Freude vertreibt deren Furcht. Da waren Chaoten nur drin, sind sie sich einig und finden's nicht schlimm. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlen, gefolgt untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlen, gefolgt untergeben. Eine Demonstration registriert, transparente transportieren, Parolen und parieren.
Faustliebe im Unterleib, vor den Kameras versteckt, Watz an Handgepäck. Von den Balkonen geschaut, gesehen, verdrängt, sicher zu Haus. Da laufen Chaoten nur mit, sind sie sich einig und lesen die Bild. Dass wir schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniform mit Vollstolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt, untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniform mit Vollstolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt, untergeben. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns gefangen. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene befreien. Ein neues Gesetz durchgebracht zum Schutze des Staats bei Terrorverdacht. Ein Apartment durchsucht, Schränke durchwühlt, PCs konfisziert. In U-Haft gesteckt, monatelang ohne Beweis. Das sind die Chaoten selbst schuld, denken sie sich, sind insgeheim froh. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen vollstolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt und ergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen vollstolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt und ergeben. Ein leeres Haus wird besetzt von Menschen mit Zeit, die Miete ist frei. Aus Ideen wird Kultur, zu zeigen, was steht, wird wie Magnet. Auf Kneipen und Bars folgen Hotels, die Straße wird voll. Das besetzte Haus muss noch weg, dann ist perfekt, denken Sie jetzt. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden. Die Uniformen falsch ausgetragen, schweigend befehlend, gefolgt und ergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden. Die Uniformen falsch ausgetragen, schweigend befehlend, gefolgt und ergeben. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene befreien. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein, besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien. Okay, dann machen wir noch mal was. No borders, no nation, stop deportation, no border. No nation, stop deportation. No border, no nation, stop deportation. No border, no nation, stop deportation. Dankeschön. Solidarität mit den Refugees hier und überall. Und wir warten gespannt, was das Gespräch bringt. Richtig. Was wir da oben führen mit einer Angestellten von der Frau Merkel. Ich bin da nicht so ganz into the politics, was das jetzt angeht, aber ich glaube, ich höre, das ist könnte ein sehr wichtiges Gespräch sein. Und wir hoffen, dass es nicht nur Lippenbekenntnisse gibt. Weil hier sind Leute in akuter Lebensgefahr. Und wir hoffen auch, dass es keine willkürliche Gewalt gegen die Refugees hier auf dem Camp gibt. Mehr gibt. Dankeschön, soweit von uns. Bleibt hier, solange ihr könnt. Supportet die Refugees jeden Tag. Tschüss. Twittert, Facebook, alle Arten der Verbreitung von Informationen. Macht Frank weiter. Tapete. Adieu. Dankeschön. Danke. Es gibt noch eine kleine Grußbotschaft. Ich darf mich mal kurz vorstellen, ich bin der Peter Hofscher, ein Apo-Opa.
also die vorige Generation von euch. Und ich hoffe, dass ihr den Widerstand, den wir angefangen haben, weiter endgültig so fortsetzt. Und wie sich das bei uns damals gezeigt hat, das mache ich jetzt ganz kurz, auch mit einem ganz kurzen Gesang, wie man auf uns reagiert hat. Das ging dann so, jupp bei die und jupp bei da, Hausdurchsuchung, Razzia, jupp bei die und jupp bei da, sie sind wieder da, sie tauchen durchs Aquarium, drehen auch den Müll noch um, krempeln die Tapete um und wenn sie nichts gefunden haben, sind sie sehr frustriert. Da wird das Mehl zu Dynamit, der Kaffeesatz, der wird zu Shit, das nehmen sie dann alles mit und du wirst inhaftiert. Jupp bei die und jupp bei da, Hausdurchsuchung, Razzia, jupp bei die und jupp bei da, sie sind wieder da. So haben wir das damals erlebt. Macht in diesem Sinne ganz kräftig weiter. Dankeschön.